Wir haben das Treiben der Mozartstadt hinter uns gelassen. Das heißt, wir haben dann noch erfahren, oder ich habe dann noch erfahren, dass meine Art im Umgang mit der Krise, meine Art zu sprechen, meine Art die österreichische Bevölkerung zu titulieren etc. bla bla, nicht ankommt, das ist zu kriegerisch und wir brauchen jetzt irgendwie Menschen des Herzens. Nun, ich bin 3,5 Jahre für Meinungsfreiheit auf die Straße gegangen, ich respektiere diese Meinung. Hat man dann weiter mitgeteilt, es ist schon so viel passiert, es gibt schon so viele Herzensmenschen. Ja, trotzdem wird in Genf weiter der WHO-Vertrag in irgendeiner Form ausverhandelt und wahrscheinlich von Österreich, wenn nichts weiteres dagegen passiert, ratifiziert, obwohl das eigentlich verfassungswidrig ist, aber das hat ja in den letzten Jahren auch keinen gestört. Wie gesagt, wir unterstützen weiterhin mittels EU-Zahlungen indirekt Waffenkäufe und so weiter. Aber wie gesagt, es ist herzensmenschenstechnisch total viel passiert und die guten Menschen, die sich in meinem rauen Umgangston und meiner vielleicht kriegerischen Fassade gestört fühlen, haben natürlich recht. Wir können das Problem auch spirituell in uns gesammelt, wegbeten, meditieren und ähnliches. Und wie gesagt, man hat doch erklärt, also es braucht eine neue Weltordnung, allerdings nicht im Sinne der New World Order, sondern eben der Herzensmenschen. Und wenn wir da nicht mitmachen, also in diesem Fall der Roman und ich als wir, dann werden wir da halt nicht dabei sein. Verdammt, jetzt bin ich exkommuniziert und bei den spirituellen Schamanentrommlern und sonstigen, weiß ich nicht, Wunderheiler, nahen Existenzen, komme ich auch nicht ins Nirvana-Paradies oder wie immer sie die neue Herzensebene dann da nennen wollen. Wir machen kriegerisch weiter und nachdem ich eben so ein aggressiver und lautsprechender und immer wieder mit dem Finger in die Wunde drückender, selbstverliebter, wie soll man das sagen, Arsch bin, haben wir nicht nur, der Roman hat es vorher schon in einem Video eingeblendet, den besagten Poppendeckel zum Festspielbezirk 2030 mit Erklärungstext hinten drauf. Genau genommen wird es eh bis 2032 dauern, bis das abgeschlossen sein soll offiziell. Wenn ich da jetzt die etwaigen Probleme dranhänge, die man bei so Bauprojekten hat, ihr wisst ja, Stuttgart 21 und Berlin-Tegelhof, hat alles länger gedauert, die Renovierung der Neudorfstraßen in Salzburg, die ja jetzt für 100 Jahre halten sollte, hat auch länger gedauert und kostet auch immer mehr, die Renovierung des Salzburger Hauptbahnhofs hat länger gedauert und mehr gekostet. Also gehe davon aus, wenn ein Bauende von 2032 anberaumt wurde, ja, dann wird es vielleicht 2034 oder so werden. Verbleiben wir mal guter Hoffnung. Der Steuerzahler wird zahlen, genauso wie er die Haushaltsabgabe ab 1.1. zahlen wird. Es ist alles gut, es ist alles schön. Wir brauchen mehr Herz. Wie hast du gemacht? Ich bin da den hier. Also Herzensebene kennt sich aus. Ich bin nach solchen Ansagen inzwischen der Empfehlung des Krankenschlusses gefolgt und bin zurückgekehrt zu Alkohol und Psychopharmaka. Stimmt nicht ganz. Es ist immer noch latent Schlafmangel überbrücken, damit ich irgendwelche Flügel habe. Ein Red Bull und es sind die Psychopharmaka. Die nehme ich jetzt einmal. Prost Mahlzeit, Patato, das heißt da rein. Und weil ich mich ja eigentlich gar nicht über die vermeintlich gleichgesinnten Mitstreiter, die eben nicht so streitbar sind, sondern so mehr spirituell wegbeten. Mehr streiten als mit. Nein, die, ich bin ja nicht der Mitbeter, die schon. Will mich da gar nicht lang aufhalten. Wir haben festgestellt, der Roman wird die Sachen verlinken. Ich habe heute kurz erwähnt, dass unser ach so geschätzter, schweigender Sascha nicht zur UNO fliegen konnte, termingerecht, weil das Flugzeug einen technischen Defekt hatte und weil bei der AUA kein weiteres Flugzeug zur Verfügung stand. Wir haben dann einen Pressebericht, dass die AUA, glaube ich, 600 und ein bisschen was Millionen plus 150 Millionen Soforthilfe gekriegt hat. Das war, glaube ich, in irgendeinem Kurierbericht. Mhm. Darum, man wird ihn verlinken. Die Hälfte ist weil da. Nämlich diese Fluglinie, die eine Tochtergesellschaft der Lufthansa darstellt, quasi in den Corona-Zeiten ein bisschen ins Strudeln gekommen ist. Verstehe ich gar nicht. Wenn man die Weltwirtschaft so runterfährt, Reisefreiheit einschränkt, warum sollten Fluglinien darunter leiden? Komisch.
Standschaden, ne? Na, habe ich nie verstanden. Also wie der Virus diese Flüge da runtergefahren hat, gemein von ihm, wirklich. Flügel gestutzt. Jedenfalls, also da sind damals so mindestens 600 Millionen Euro rausgeballert worden. Und jetzt hat der Präsident nicht einmal einen Flug zur UNO. Finde ich nicht schlecht, nur mal so als Nebenbei-Bemerkung. Und weil wir da schon quasi als journalistisch-kriegerische, nicht betende Menschen aktiv waren, haben wir dann auch gleich noch festgestellt, dass im Jahr 2006, also zugegebenerweise schon ein bisschen länger her, aber immerhin auch schon in den 2000ern, damals das Salzburger Festspielhaus auch ein bisschen eine Finanzspritze und Umbauarbeiten bekommen hat, unter anderem auch einen tollen gelben Asphalt vor der vom Haus für Mozart. Das war dann da, wo dann jeder Radlbremsabdruck zu sehen war vom Reifen. Und es war im Prinzip eine blöde Idee, wie so vieles, was man so bei uns in Salzburg in Kunst und Kultur umgesetzt hat. Macht aber nichts. Da hat allein die mit Strasssteinen von Swarovski dekorierte Wand im Festspielhaus. Goldene Wand. Genau, natürlich. Also nein, kein goldener Flügel im Parlament, eine goldene Wand in Salzburg. Quasi allein 850.000 Euro gekostet. 8.000, oder? Wir werden es, falls ich es falsch gemeint habe, verlinken. Ich wollte gerade sagen, ich habe so viele Zahlen im Kopf. Mhm. Seitdem der indische Subkontinent wegen zwei Todesfällen jetzt zugesperrt hat, ich meine, wie gesagt, Indien über 1,6 Milliarden Menschen, glaube ich. Zwei Todesfälle, da muss man natürlich sofort an einen Teil-Lockdown gehen. 850.000, hast du schon recht gehabt. Danke. Nur für eine Wand und insgesamt sind da damals, weil der Roman da gerade nachgeguckt hat, über knapp 30 Millionen Euro teurer Neubau für eine Sky-Terrasse, also eine VIP-Lounge, Salzburg-Kulisse nennt sich das Ganze, im umgebauten kleinen Festspielhaus und so fertig geworden. Das heißt also, im Jahr 2006 hat man mal locker flockig ein paar Millionen locker gemacht und jetzt soll bis zum Jahr 2032, wenn das Bauende denn eingehalten wird, für knapp 260 bis 300 Millionen Euro, in Zeiten der höchsten Teuerung haben wir das doch bitte, erneut ins Festspielhaus hineingebuttert werden. Also da bin ich doch als Salzburger wieder unglaublich glücklich. Ja, wir Bürger zahlen es, aber nutzen es nicht. Nein, wir könnten schon auch... Ja, wenn wir die Eintrittskarten nicht leisten. Ich wollte gerade sagen, wir könnten schon auch nutzen, wenn wir uns die dazugehörig teuren Tickets dann auch noch kaufen. Aber nicht würden. Die VIP-Lounge, glaube ich. Da würden sie uns aus Prinzip gar nicht reinlassen. Dich, weil du Krawalljournalist bist und weiß ich nicht, und ich will zu kriegerisch und du bist jetzt wenig Herz. Und ich bitte mal einen Schnauzer und einen Nockel zu, wie dann passt die eine. Habe ich jetzt Bilder im Kopf. Nein, aber wie gesagt, also abschließend für heute, Wassler kostet die Welt, spielt ja keine Rolex. In dem Sinne hätte ich gesagt, ganz viel Liebe von mir. Ich schließe euch in mein Abendgebet ein. Friede, Freude und kein Eierkuchen, weil den Österreichern nachweislich die Eier fehlen, ernst zu nehmen, auf die Straße zu gehen, um politisch ungehorsam zu sein, sondern sie lassen sich lieber am Nasenring als vermeintliche Widerstandskämpfer durch die Kulisse der Salzburger Altstadt, also die Manege von 90 Jahren Konkordat rund um den Dom führen. Ja, wie gesagt, heiter weiter. In diesem Sinne werden wir nicht auf der VIP-Lounge-Terrasse im Dachgeschoss des umgebauten kleinen Festspielhauses mit dem schönen Namen Salzburg-Kulisse sitzen, sondern werden weiterhin ein bisschen aktiv sein. Also für alle, die vielleicht irgendwie auch noch in ein, ich werde jetzt nicht sagen Widerstandswalhalla, weil sonst heißt es nordische Mythologie, dann sind wir wieder bei Runen, dann sind wir wieder bei Nazis, wir haben das mit dem Fall Einzelmeier heute ja schon erwähnt gehabt. Nein, aber für alle, die vielleicht noch
was anderes als Klebstoff im Kopf und Wasser in den Adern haben. Einen schönen. Und dem Rest, wie gesagt, ganz, ganz viel Liebe und Täubchen für den Weltfrieden. Ich finde, das hat der Scheck gesagt. Das hat mein geschundenes Herz sehr erwärmt. Cheerio. Da hau ich mir noch ein paar Bunte ein. Ja gut, machen wir die Psychopharmaka leer. Der Roman macht dann einen Schnitt. Wir sagen nicht gehabt euch wohl, sondern ich erwähne es nochmal. Ganz, ganz, ganz viel. Und weiter geht's jetzt zu Valentino seiner Abendmeditation.